We are one. Kein Sport vermittelt dieses Motto mehr als der Rollstuhlbasketball. Mädchen und Jungen, Sportler mit und ohne Handicap, sie alle spielen in einem Team. Weil im Sport gibt es keine Grenzen, ob man nun behindert ist oder nicht. Jeder betreibt halt Sport und da kann man gemeinsam bei solchen Wettkämpfen zeigen, wir sind auch da und wir sind zwar anders, aber auch wir treiben Sport und sind erfolgreich. Im Bundesfinale von Jugend trainiert für Paralympics standen sich 11 bunt gemischte Teams gegenüber. Für viele geht es beim Rollstuhlbasketball aber um mehr als nur gewinnen. Mir bedeutet es sehr viel, das macht den Großteil meiner Freizeit aus. Das ist für mich der Ausgleich zum normalen Leben. Und Rollstuhlbasketball, da hängt mir sehr viel dran und ich würde dafür sehr viel geben. Nur zum Spaß sind die Teams aber natürlich nicht nach Berlin gereist. Am heutigen Donnerstag endete die Vorrunde. Besonders überzeugt haben dabei vor allem die Teams aus Baden-Württemberg hier in Orange und Berlin in Grau. Die Erwartungshaltung dementsprechend hoch. Ich hoffe, wenn das so weitergeht, dass wir ins Finale kommen. Und tatsächlich, im Endspiel kommt es zum Wiedersehen der Marianne-Buggenhagen-Schule mit den Heidelbergern. Als Auftakt der Abschlussveranstaltung wird der Sieger morgen in der Max-Schmeling-Halle gesucht. Nicht nur für die Sportler, sondern auch für die Sportart. An sich ein großes Privileg. Also Rollstuhlbasketball ist auf dem Vormarsch in Deutschland, ist ja mit einer der spektakulärsten Sportarten oder Behindertensportarten überhaupt. Und gerade auch dieses Turnier soll natürlich auch junge Sportler engagieren. Dafür ist eine Showbühne wie die Max-Schmeling-Halle natürlich wie geschaffen. Tausende von Zuschauern und eine Bombenstimmung erwarten die stolzen Finalisten.